Naja, vielleicht hat mein Stamm doch nicht ganz Unrecht damit gehabt, dass meine Gestaltwandlerform eine Art von Seeterror ist. Wahrscheinlich habe ich nur darauf gehofft, eine andere Antwort zu dieser Angelegenheit zu bekommen, aber Ivarius zuckt mit den Achseln und lässt seine Arme nach unten fallen. Aber lohnt es sich, das zu fragen, wie viele Seen hast du zerstört, als du im Herbst Stelgia-Pelz unterwegs warst? Die Wahrheit wird dir offenbart und du jammerst über deine Abneigung gegen die Antwort. Wen würde sich für dich schämen? Ist ja eigentlich schon mal zu sehen gekommen, dass sich Galloway nur getestet hat und du bestanden hast? Du scheinst so traurig zu sein, deine Gestaltwandlerform eines derart legendären Biestes zu haben. Sag mir bloß nicht, dass du dir noch niemals solche Macht gewünscht hast. Nehmen wir mal das Erste. Du meinst denen, die ich mir bewusst bin? Keine. Seine Stimme klingt resolut, aber sein Gesicht wird rot. Ich verstehe schon, was du sagst, aber dass ich nur die Form des Hellstergias annehme, dass er keine Kontrolle über meine Persönlichkeit hat. Er steht seinen langen Seufzer aus und entspannt sich. Jahrelang habe ich mir selbst gesagt, dass mein Stamm ungerecht über mich geurteilt hat. Aber sie lagen wohl nicht völlig falsch. Also es ist doch erstmal genug dogmatische Lehrmeisterei, sagt er und betätschelt eine Schmachtlocke. Ich muss noch mehr wissen. Lass uns die anderen Tafeln ansehen. Da kamen wir her. Fußabdrücke, die da reinführen. Eyes open. Okay, hier ist die Schatzkammer. Und hier wird gerade geopfert. As your blood flows, so shall your essence. Your life's energy shall feed the soil, and your soul's energy shall enrich the community. This is by your own choosing, supplicant. Ein Zwerg steht auf einer erhöhten Plattform. Unter ihm liegt ein Elf auf einem Steintisch. Als du dich näherst, hörst du den Zwerg mit dumpfer, monotoner Stimme sprechen. Wie dein Blut fließt, so soll deine Essenz fließen. Deine Lebensenergie soll den Boden nähren. Deine Seelenenergie soll die Gemeinschaft bereichern. Geschieht dies nach deinem eigenen Willen, Bittsteller? Ja, die Stimme des Elfen ist hoch, aber fest. Der Zwerg ergreift mit beiden Händen ein Beil und hebt es über seinen Kopf. Er wirft seine Schulter nach vorne und schlägt die Waffe in die Brust des Elfen. Ein dumpfes, fleischiges Geräusch ertönt. Blut spritzt unter der Klinge hervor und die Schreie des Opfers zerreißen die Luft. Beim Schatten des Auerochsen. Sie blickt über die Schulter zu Kala. Ich hoffe, du hast nicht zugesehen. Trotz seiner eben gegebenen Zustimmung windet der Elf sich auf dem Steintisch. Sein Oberkörper bäumt sich auf, während seine Arme und Beine festgebunden bleiben. Der Zwerg breitet währenddessen die Arme aus und lässt zu, dass das Blut seine Roben bespritzt. Als der Elf endlich still liegt, zieht der Zwerg sein Bein aus der Leiche und wischt es an seinem Saum ab. Kanda wendet sich mit einem angewiderten Geräusch ab. Ich mochte die Riten lieber, als sie nur Worte auf einer Seite waren. Warum musste ich zusehen? Ich wusste doch, was mich erwartet. Ja. Okay, hier geht's nirgends lang. Hier sind nur wieder ein Haufen Bittsteller. Sängerin und Fäulnisse. Die tapfersten Söhne und Töchter fallen nicht durch die Schwerter der Estramon, sondern durch die Dolche ihrer eigenen Brüder. Is not the water sacrificed unto the plant, and the plant sacrificed unto livestock, and livestock unto man? When the lesser soul is sacrificed to strengthen the greater soul, the whole of our family grows stronger. Ivarius überfliegt die blaphatischen Schrift, räuspert sich und liest laut vor. Wird nicht das Wasser der Pflanze geopfert und die Pflanze dem Vieh und das Vieh den Menschen? Wenn die geringere Seele zur Stärkung der höheren Seele geopfert wird, profitieren davon die ganze Familie. I suppose I get the argument. We all have to kill and eat, constantly for that matter, to live. This sounds like it's talking about the Blood Sands rituals. I wonder how or even if this is relevant to me.
Er sieht dich mit gerunzelter Stirn an. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. Wir alle müssen zum Überleben kontinuierlich töten und essen. Anscheinend beschreibt das hier die blutiger Sandriten. In welcher Weise, wenn überhaupt, ist das wohl für mich relevant? Hast du schon mal in Betracht gezogen, dass dir der Halbstärke geopfert wurde, das Gellerwein dich gestärkt hat? Sein gutes Ohr wird steif, während sein zerfletschtes Ohr zuckt und wackelt. Das ist mir doch nie in den Sinn gekommen, aber den Kampf habe mir tatsächlich ich gewonnen. Wenn Galloway wirklich unzufrieden mit mir wäre, dann hätte ich diese Probe wohl kaum überlebt. Ich weiß es nicht, aber es klingt danach, als würden sie nur versuchen, ihre Morde an Leuten zu rechtfertigen. Komm schon, lass uns sehen, was auf der anderen Tafel geschrieben steht. Eine Steintafel im blutigen Sand enthielt kryptische Anmerkungen darüber, dass Seelen sich mit der Zeit aufspalten würden, dass einer in der Seele langsam viele werden würden. Die Tafel deutete auch darauf hin, dass durch das Verschmelzen von Seelen, die sich einst vom selben Ursprung abgespalten haben, große Macht entstehen würde. Wir haben eine Steintafel gefunden, die davon spricht, dass der Halbstärkeier über die spirituellen Anführer der Glafantana richtet. Offenbar tötet der Stelgi unwürdige Arme am Pfad und zerstört dabei ihre Seelen. Hier war gestern von einer Steintafel gelesen, die von Menschenopfern sprach und sie vom Verzehr von Pflanzen durch Tiere und von Tieren durch Menschen gleichsetzte. Die Unschrift beunruhigte Hivarias. So, das ist auch nur ein Hüter. Hüterwürter. Many blessings, traveler. Die alte Zwerge blitzelt in deine Richtung, ohne dich wirklich zu sehen. Ihre Augen sind trüb und milchig vom Grauen starr. Willkommen im blutiger Sand. Nur selten setzt ein Estramur einen Fuß in diese Höhle. Ihre blinden Augen fixieren dich und sie neigt den Kopf zur Seite. Ich frage mich, was dich hierher führt. Was tust du hier? Ich verkaufe und repariere gewisse Waren für den Erhalt unseres Ordens und ich führe einige unserer Opferrituale aus. Noch etwas? Erzähl mir was über blutiger Sand. Dies ist das rohe, blutige Herz von Irglanfad, wohin manche kommen, um ihrem Volk ihre Essenz zurückzugeben. Ihre trockenen Lippen verbiegen sich zu einem sardonischen Grinsen, wo andere einen edlen Weg suchen, vor den Prüfungen ihres Lebens zu fliehen. Das Vermächtnis der Bau bestand nicht allein aus Adra und Stein. Sie gaben den Stämmen auch ein Gemeinschaftsgefühl. Hierher kommen die Glafantane, um ihr Wertvollstes zu opfern, selbst ihr eigenes Leben und um diese Gefühle zu bewahren. Was hat es mit den Opfern auf sich? Wie jedes echte Ritual ist es zu komplex, um es im Detail zu erklären. Die Essenz des Wildschweres wird verfestigt und sein Lebensblut gebunden und in ein Gefäß oder einen Behälter gezogen. Und dann werden Drogen draus gemacht, damit man in einen Berserkerrausch verfällt. Lass mich sehen, was du anzubieten hast. Ja, die Flasche mit Kriegsbemalung meine ich halt. Und viel mehr hat sie nicht, außer die paar Tränke. So, jetzt sind wir eigentlich fast durch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal die Inschrift am Eingang lesen, die hier. Was sagt dies? Von diesen verkohlten Skeletten steigt Rauch auf. Der Geruch ist ekelerregend. Ah ja, hier sind Skelette an die Feuersäule angekettet. Upon Burial Isle, the two men meet again for the first time, though it was the last thing they did. The many-colored beast rent them both asunder. They were in death merged and made whole again. Ivarius räuft bei sich und liest die lafatische Schriften auf der Tafel. Auf der Grabinsel treffen sich die beiden Männer zum ersten Mal wieder, obwohl es das letzte war, was sie taten. Das vielfarbige Biest riss sie beide in Stücke. Im Tod wurden sie wieder zusammengefügt und waren wieder eins. Cute story. Two guys meet in the belly of a soul-eating creature. Maybe someday I'll eat two of the most insipid deer wooden lumberjacks, and they'll spend an eternity discussing beer whilst haunting my colon. Oh, er schaut sich an und kichert nervös. Hübsches Geschichtchen. Zwei Kerle treffen sich im Bauch einer seelenfressenden Kreatur wieder. Vielleicht werde ich eines Tages zwei der dümmsten Dürrwelle Stolzfäller fressen und dann werden die mir im herumspuken, während sie auf ewig über Bier reden.
Vielleicht ist der Grundgedanke, dass der Herbst, der hier die Seele in Wirklichkeit nicht zerstört. Warum so schnoddrig? Klingt doch danach, als hätte dir Galloway unvorstellbare Macht verliehen. Es ist ja nicht so, als wäre er zu dir gekommen. Du hast ihn doch selbst um Hilfe gebeten. Nehmen wir mal das Erste. Das könnte stimmen, murmelte Varys, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ich habe noch nie, zumindest nicht wissentlich, irgendeine Seele gefressen. Vielleicht ist das eine Kunst, die ich noch erlernen muss. Was ein Glück. Ich meine, wenn man hinzufügt, was auf den anderen Tafeln stand, darüber, wie der Stelge über die Amphats urteilt, geringe Seelen eint und so weiter. Varys verschränkt die Arme und schaut dich nachdenklich an. In Ordnung, der Druide hatte recht, diese Tafel musste ich wirklich lesen. Schade, dass ich immer noch nicht verwirrt bin. Kann man behaupten, dass Vay dich dorthin gebracht hat, wo du hingehörst? Überdenkst du deine Meinung über Galloways Geschenk an dich? Ivaris verzieht das Gesicht und wiegt seinen Kopf hin und her. Ja und nein. Er ballt seine Fäuste und lässt einen langen Seufzer los. Ja, das relativiert viele Dinge. Mit etwas Abstand betrachtet, lacht Galloway wohl schallend darüber, wie langsam ich brauche, um seine Lektion zu erlernen. Ich bezweifle, dass irgendein Teil dieser Kenntnis die Meinung meines Heimatstammes ändern würde, und nachdem ich da draußen einige andere druidische Methoden kennengelernt habe, werde ich wohl lieber ein Herumtreiber bleiben. Also was jetzt? Wenn ich all das überdenke, dann würde ich gern zur Grabinsel ziehen. Der Name wurde auf den Tafeln erwähnt und es wurde angedeutet, dass sich dort weitere Herbststelgier befinden könnten. Jetzt weiß ich, dass mir Galloway seinen Abgesandten aus gutem Grund geschickt hat, um mich zu zerfleischen. Es war nicht unbedingt Bosheit und ich hatte irgendwie gehofft, dass das ganze Gerede über das Seelenfest nur Gerüchte wären. Aber leider, er lacht nervös und zuckt mir den Achseln. Vielleicht werde ich die Beute treffen, die Galloway von mir gejagt sehen will. Oder ich werde herausfinden, dass ich die Beute bin. Willst du wieder mit dem Herbst der Gier kämpfen? Was meinst du, dass es in deiner Bestimmung liegt, eine fremde Seele zu verschlingen? Willst du wieder mit dem Herbst der Gier kämpfen? Nicht unbedingt. Seit unserer letzten Rauferei bin ich älter, weiser und stärker geworden, aber ich kann mir wirklich nicht erlauben, noch mehr Augen oder Ohren zu verlieren. Die sind mir gewissermaßen etwas ausgegangen. Wir haben eine Steintafel gedeckt, die davon sprach, wie zwei Männer sich auf der Grabinsel begegneten und wieder vereint wurden, indem sie von einem Herbststelgier verschlungen wurden. Ivarius hat die Parabel gelesen, die auf die Steine in blutiger Sand geschrieben ist. Die Geschichte handelt davon, wie der Herbststelgier ausgeschickt wird, um Amman Vater darauf zu prüfen, ob sie würdig sind. Wer scheitert, wird vom Stelgier verzehrt, auf dass seine Schwäche nicht weiterleben und sich vermehren kann. Die Tafel erwähnen auch, dass viele Amphat zur Grabinsel reisen würden, um dort zu meditieren und von diesem Herbststelgier geprüft zu werden. Die Varias wünschen nun, dass wir die Grabinsel zu erforschen, um eine dieser Pilgerstätten zu finden. Ja gut, können wir machen. Hast du doch was dazu zu sagen? Die Mische vor dir, ja, kennen wir. Ihre Hand fährt über einen rundlichen Bauch. Sie legt den Kopf in den Nacken und seufzt entspannt. Also den anderen Text kannten wir es schon. Geht es dir gut? Makellos, antwortet sie. Verzeiht, ich muss in Ruhe meditieren. Der stärkere Ritus ist belebend, der ja überwältigt die Sinne fast. Sie umschließt ihren Bauch und schützt ihn mit den Händen und wendet sich ab. Gut. Dann werden wir doch erstmal die Grabinsel besuchen. Damit wir Hivarias Quest beenden können. Weil die Nordlande will ich erst gehen, wenn ich in Tir Erom war. Und da will ich erst hingehen, wenn ich wieder Durins dabei habe. Für seine Quest. Aber wie viele Stunden haben wir jetzt noch? 3 Tage genau. Das heißt, wir mussten doch in den blutigen Sand. Ist die Frage, können wir direkt auf die Grabinsel reisen oder müssen wir das... So, darf ich jetzt hier raus? Grabinsel, ja. 2 Stunden dauert es auf die Grabinsel.
Auch gut. Aber da werden wir jetzt erstmal speichern. So. Also Spiel speichern. Das wäre jetzt 31. Let's Play 031. Speichern. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.